Also das sind so die zwei Stolperfallen der modernen Zeit. Und jetzt schauen wir uns das an, wir arbeiten jetzt eben mit inneren Bildern. Das heißt eben nicht, dass das höhere Selbst jetzt so ausschaut, wie ich es jetzt beschreibe. Das ist jetzt einfach nur mein Symbol für dich. Und dieses Symbol laden wir jetzt dann auf mit diesem, okay, das ist mein Entwicklungspotenzial. Ich verbinde mich da mit meinem Entwicklungspotenzial. Das wollen wir einfach einmal, mit meinem inneren Entwicklungspotenzial. Okay, dann schauen wir uns das jetzt einmal an. Gut, dann setze ich mal ganz entspannt hin. Atme mal tief ein. Und wieder aus. Und schließ mal deine Augen. Und mit jedem Atemzug erlaubst du dir, dass du dich immer mehr und mehr entspannst. Und jetzt fühlst einfach mal in dich, in deinen Körper rein. Und erlaub jetzt mal, dass du deine Beine am Boden wahrnimmst. Ganz ohne Druck. Kannst du auch ein bisschen noch bewegen, wenn es die Füße und den Kontakt zum Boden. Und ganz ohne Druck fühlst du dich da jetzt mal rein. Und du nimmst jetzt mal die rechte Fußsohle wahr. Also die Ferse, den Steg, den Fußballen, die große Zehe bis hin zur kleinen Zehe, also alle Zehen nimmst du mal wahr. Ganz beim rechten Fuß bleibst du. Und du wirst merken, wenn du dich auf den rechten Fuß konzentrierst, dann wird der vielleicht schwerer oder heller oder beginnt zu kribbeln. Und du beobachtest das einfach mal. Lässt es mal wirken. Und erlaubst dir jetzt mal so den rechten Fuß im Vergleich zum linken Fuß mal wahrzunehmen. Vielleicht merkst du, dass der linke Fuß leichter ist oder dunkler ist, nicht so sehr belebt. Und jetzt richtest du auch deine Aufmerksamkeit auf deinen linken Fuß. Ganz ohne Druck. Die Ferse, das Fußgewölbe. Fußballen, deine Zehen von der großen bis zur kleinen Zehe ganz ohne Druck. Und du bleibst jetzt mit deinem Bewusstsein beim linken Fuß. Und jetzt erlaube dir wirklich so bewusst, deine Beine am Boden wahrzunehmen. Und wenn du das Gefühl hast, dass du abschweifst mit deinen Gedanken, dann atmest du einfach tief ein und wieder aus und richtest dein Bewusstsein wieder auf deine Beine. Den rechten Fuß, den linken Fuß. Dann erlaube dir von der Fußsohle auf deine Knöchel, auf deine Gelenke dein Bewusstsein zu richten. Und alles, was da deine Gelenke einschränkt, darf einfach abfließen und sich lösen. Und ganz ohne zu bewerten, nimmst du jetzt mal deine Knöchel wahr.
Und jeglicher Druck, alles, was dann nicht angenehm ist, fließt ab. Und du erlaubst dir nun auch, deine Unterschenkel, deine Waden wahrzunehmen. Rechte und linke Seite. Ganz ohne Druck und Stress fließt's ab. Und dann erlaubst du dir natürlich auch deine Knie wahrzunehmen, das rechte Knie, das linke Knie. Ganz ohne Bewertung, nochmal deine Kniegelenke. Und spür jetzt nochmal Fußsohle bis zu den Knien. Einen Fluss von Erdungsenergie, von Ausgleich. Und erlaube dir jetzt auch, die Oberschenkel bis zu den Hüftgelenken wahrzunehmen. Jede Zelle, jede Muskelfaser. Und auch da fließt jetzt diese Erdung rein. Und dann erlaubst du dir jetzt von der Hüfte ausgehend, vom Becken ausgehend, dein Steißbein wahrzunehmen, also das Ende deiner Wirbelsäule. Und auch dort noch einmal konzentriert sich ein Licht und verankert sich in der Erde. Und du spürst jetzt, wie sich deine Basis öffnet, wie du dich verwurzelst und stabiler wirst. Also spür mal, dass du einen guten Stand hast, ganz fest da bist, in der Gegenwart, im Hier und Jetzt. Und nun erlaubst du dir anhand deiner Wirbelsäule, die gehst du jetzt entlang. Vom Steißbein rauf zur Hüfte. Dann die Lendenwirbelsäule rauf. Und während du das bewusst wahrnimmst, wirklich von unten nach oben, spürst du, die Wirbel und Bandscheiben richten sich ein. Von der Lendenwirbelsäule rauf, Brustwirbelsäule. Von der Brustwirbelsäule rauf zur Halswirbelsäule. Bis rauf zum Atlas. Deine gesamte Wirbelsäule vom Steißbein bis zum Atlas richtet sich aus und du spürst eine angenehme, heilende Bewegung durch dich fließen. Die Wurzeln sind ganz stabil, die Wirbelsäule richtet sich aus. Auch deine Rippen, Rippenbogen richtet sich aus. Dein Brustkorb richtet sich aus. Bis rauf zu deinen Schultern, die Schultergelenke, Oberarme, Ellenbogen, Unterarme,
bis zu den Fingerspitzen. Es richtet sich alles auf. Sämtliche Organe, Muskeln harmonisieren sich und Druck löst sich raus. Und du spürst jetzt auch rauf bis zu deinem Kopf, dein Gehirn, deine Sinne. Sie werden heller, stabilisieren sich und richten sich aus. Und erlaube dir jetzt in diesem Zustand, in deinem Inneren zu sagen, ich bin jetzt bereit, mich inspirieren zu lassen. Ich bin bereit für Inspiration. Und ich bitte um Kontakt zu meinem höheren Selbst. Mehr brauchst du noch gar nicht sagen. Ich bitte um Kontakt zu meinem höheren Selbst. Und nun in dieser Öffnung, in diesem Licht, das du jetzt siehst, es wird heller. Vielleicht ist es Gold, vielleicht ist es Weiß. Da kannst du wahrnehmen, dass ein strahlendes Licht, ein strahlendes, goldenes Licht, wie ein Sonnenstrahl jetzt auf deinen Kopf fällt. Und du spürst, dass dieses Licht dein höheres Selbst ist. Und du erlaubst jetzt diesem Licht, sich in dir auszubreiten. Und zuallererst bittest du jetzt dein höheres Selbst um Reinigung und Schutz. Und dieses goldene Licht breitet sich in dir aus, durch deine Hautschichten, in dein Energiefeld. Und du siehst dich jetzt wirklich wie in einem goldenen Kokon sitzen in der Mitte. Und du erlaubst dir jetzt nochmal sämtliche Erwartungen, Vorurteile oder Ideen, die dein höheres Selbst betreffen, jetzt noch einmal transformieren zu lassen, sodass dein Kanal absolut rein wird. Und wann immer du das Licht von deinem höheren Selbst jetzt zu deiner Bewusstseinsarbeit gibst, ist das automatisch schon die Lösungsenergie. Du lädst die Lösung in dein Leben ein. Und die Lösung all deiner Themen ist Teil von dir. Und erlaube dir, das jetzt einmal ganz fest wahrzunehmen. Frag dein höheres Selbst, stimmt das? Ist die Lösung von allem in mir? Und hör mal dieses Ja, empfang das einfach mal. Spüre die Bestätigung von deinem höheren Selbst. Und dann erlaube dir nochmal, die Bestätigung zu holen, kannst du jederzeit mit deinem höheren Selbst Kontakt aufnehmen? So kann ich jederzeit mit dir Kontakt aufnehmen? Und spür nochmal dieses Ja. Erlaub das mal, lass das mal zu. Und atme das mal tief ein.
Und bedank dich jetzt mal bei deinem höheren Selbst. Wunderbar. Und du kannst jetzt eine wirklich intime Beziehung damit aufbauen. Du kannst auch sagen, hey, schön, dass du da bist. Schön, dass ich dich entweder wieder treffe oder dass ich dich mal kennenlerne in dieser Form. Aber erlaube dir, diesen Kontakt wirklich jetzt zu erden. Das heißt, dieses Licht fließt jetzt wirklich runter bis zu deinen Wurzeln und inspiriert damit auch dein Leben. Sehr schön. Sehr gut. Atme noch mal tief ein. Und wieder aus. Jetzt bedanke dich nochmal und erlaube dir mal, dass dieses Sonnenlicht wie ein Sonnenstrahl, dass du dieses Licht jetzt verabschiedest und dieses Licht geht jetzt wieder aus dir raus. Und du streckst dich durch, bewegst mal deinen Körper. Ah. Atmest nochmal tief ein und wieder aus. Spür dich nochmal rein. Perfekt. Und wenn du das Gefühl hast, wieder ganz ins Hier und Jetzt zu kommen, da zu sein, in diesem Raum zu sein, bedank dich nochmal und komm ganz zu dir zurück. Und öffne deine Augen. Sehr schön. Thank you.